Formschöne Reduktion auf das Wesentliche. Das ist das Konzept der Tiny Houses. Diese mobilen Freizeitbehausungen im Miniaturformat finden einfach überall ihren Platz. Manche sogar auf dem Wasser. Dieses Exemplar steht in der österreichischen Steiermark. In dem wetterfesten Holzbau verbringen Martina Fabricius und Peter Niss aus Graz die Wochenenden. Auf 22 Quadratmetern verteilen sich ein Wohn- und Schlafzimmer mit Kochzeile und Bad. Das Paar hat sich bewusst für ein kleines Haus entschieden. Man konzentriert sich nicht aufs Herumräumen und Aufräumen und Zusammenräumen, sondern man hat den Blick aufs Wesentliche. Es ist weniger Aufwand, man muss weniger Wege zurücklegen, man ist schneller draußen, man hat weniger zu reinigen. Ihr Mini-Haus ist auch Thema in dem Bildband The New Nomads. Er liefert einen Überblick über das populäre Miniaturhaus-Genre. Herausgeber Sven Ehmann hat weltweit Beispiele zusammengetragen, etwa diesen Miniaturwohnturm. Eiförmige Wohnkapseln, Baumhäuser oder diese Designerjurte. Reduzierter Wohnraum, nicht aus der Not geboren, sondern als bewusste Entscheidung. Ich glaube, wir leben in der Zeit des Überflusses. Alles ist im Überfluss vorhanden, sodass wir irgendwann fast zu viel davon haben und das im Grunde ganz automatisch eine Gegenreaktion provoziert. Und sich zu beschränken, schafft auf der anderen Seite damit verbunden dann auch wieder eine extreme Freiheit. Dazu passt, dass die Miniaturbauten zumeist mobil sind. Das Haus in Österreich kam per LKW vom Hersteller in Spanien. Es lässt sich jederzeit unkompliziert versetzen. So bleiben die Bewohner trotz Eigenheim mobil. Ja, es war uns eben wichtig, dass wir aufgrund der Unsicherheit der Zukunft, weil wir nicht wissen, wo wir in 2, 3 oder 5 Jahren sein werden, immer die Möglichkeit haben, dieses Haus mitzunehmen. Neue Nomaden nennt Herausgeber Sven Ehmann diese mobilen Menschen. Er glaubt an eine radikale Veränderung der Arbeitsverhältnisse. Menschen werden den Jobs hinterherreisen und ihr Haus einfach mitnehmen. Namenhafte Architekten stellen sich bereits darauf ein. Der Italiener Renzo Piano hat dieses Mikrohaus namens Diogene entworfen. Vom Deutschen Werner Eislinger stammt der Loftcube. Ich glaube schon, dass es so eine gewisse Rastlosigkeit gibt, die vielleicht eine Ureigenschaft des Menschen ist. Und dieses Sesshaftwerden ist vielleicht eben auch nicht eine Entscheidung, die man einmal und für immer treffen muss, sondern wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens eben auch, die ihre Zeiten hat. Das beflügelt auch die Caravan-Hersteller. Miniaturmodelle wie der Sealander sind der Beweis, dass sich das neue Nomadentum zumindest als Freizeittrend bereits etabliert hat. Der Mini-Caravan ist nur knapp 4 Meter lang und bietet dennoch Platz für bis zu 4 Personen. Er vermittelt eine gewisse Unabhängigkeit. Man verwirklicht sich auch ein ganz kleines bisschen dadurch, dass es ja ein spezielles Design ist. Wenn man also eine gewisse Designaffinität hat, die lebt man damit auch. Und natürlich eben halt das Spontane, das Flexible. Sein ganzes Potenzial entfaltet der Sealander aber erst jenseits der Uferböschung. Dort wird aus dem Mini-Wohnwagen eine Motorjacht. Der Elektromotor leistet 6 PS. Dafür braucht man in den meisten Ländern keinen Bootsführerschein. Ursprünglich war der Schwimmkarawan Thema der Diplomarbeit eines Industriedesigners. Mittlerweile wird er in Serie produziert. Mit Freunden einfach mal oder auch der eigenen Familie in der Natur unterwegs sein. Ja. Und ich glaube, das entspricht den Menschen. Mobil zu sein, flexibel zu sein, ein Stückchen weit Autonomie, weil man selber entscheidet, wo fährt man hin, wo geht man vor Anker. Das dänische Designkollektiv N55 geht noch einen Schritt weiter. Ihr Walking House kann sich über Hydraulikfedern vorwärts bewegen. Auch wenn es mit seinen 60 Metern pro Stunde nicht gerade für einen rasanten Lebensstil steht.